Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Review und dieses Mal nicht zu einem Smartphone, auch nicht zu einem Tablet, sondern mal zu einem Zubehör. Und es geht um einen Bluetooth-Lautsprecher und zwar von Inatec. Das ist ein deutsches Unternehmen, das in Japan, soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, die Produkte herstellen lässt. Und die haben mir einfach mal jetzt den Bluetooth-Lautsprecher mit 2x5 Watt, also insgesamt 10 Watt, zugeschickt zum Testen. Und das habe ich jetzt während der letzten Tage gemacht und jetzt möchte ich euch das Produkt mal vorstellen. Geliefert wird es in diesem schwarzen Karton mit dem Inatec-Logo hier auf der Vorderseite und vielen kleinen Noten aufgedruckt. Das Ganze sieht recht hübsch aus und macht einen sehr guten Eindruck schon mal. Auf der Rückseite sehen wir auch, hier ist CE, FCC und RHS vorhanden, also alles rechtens. Machen wir mal die Schachtel auf. Ich habe das natürlich nicht mehr so schön verpacken können, wie es original war. Habe das nur mal schnell so reingemacht und da drin befindet sich dann der eigentliche Lautsprecher in so einer kleinen Plastikschale. Dann zwei Kabel, einmal zum Aufladen, ein Micro-USB-Kabel und ein Audio-Kabel für die Klinkenbuchse. Wer also nicht Bluetooth verwenden will, der kann auch über ein normales Kabel den Ton übertragen. Dann liegt noch eine kurze Bedienungsanleitung bei, die ist leider nur in Englisch verfasst, macht aber nichts, ist leicht verständlich. Und dann haben wir hier noch eine Garantiekarte, die auf Japanisch verfasst ist und auf Deutsch. So viel nun also zur Verpackung und jetzt schauen wir uns einfach mal kurz den Lautsprecher selbst an. So sieht das gute Stück aus. Schön in Schwarz hier vorne eine Abdeckung, die aber aus Plastik ist, soweit ich das erkennen kann. Das fühlt sich wie Plastik an, ist nicht Metall. Hier vorne haben wir einen einzelnen Button für Play, Pause und Rufannahme. Hier oben ist ein Dock für ein iPad, da passen aber auch Smartphones oder andere Tablets rein. Oder man kann es auch wenn es nicht dafür gedacht ist, zum Beispiel verwenden, um das Ganze auf dem Laptop oder auf dem iMac oder sonst wo oder auf dem Bildschirm irgendwie drauf zu stecken. Das funktioniert auch, habe ich persönlich schon ausprobiert. Und wenn man ein Tablet reinsteckt, damit das ordentlich Halt hat, ist hier hinten noch so ein kleiner ausklappbarer Standfuß, der dem Ganzen einiges an Stabilität verleiht. Ansonsten haben wir auf der Rückseite natürlich noch den Ladeanschluss, das ist ein Micro-USB-Anschluss, da könnt ihr also jedes beliebiges Micro-USB-Kabel verwenden. Dann haben wir einen AUX-Port. Und dann den einen Ausschalter und den verwende ich jetzt gleich mal noch. Und dann meldet sich das Gerät auch recht schnell mit einem kleinen Statussignal. Und jetzt sagt er, dass Bluetooth läuft. Man sieht es dann hier auch blinken. Wenn man jetzt ein Audiokabel einstecken würde, würde hier das AUX-Symbol leuchten. Und ansonsten beim Laden leuchtet hier unten so ein kleines Batteriesymbol. Das Pairing funktioniert eigentlich ganz easy. Ich mache das jetzt mal hier am Elephone P2000, schalte mal Bluetooth an und suche mal nach dem Lautsprecher. Es kann sein, dass das jetzt zu einem anderen Gerät verbunden hat. Nein, hat funktioniert. Schon ist die Verbindung hergestellt und ich kann jetzt darüber Musik hören. Das demonstriere ich nachher noch. Jetzt will ich aber zunächst mal ein bisschen über den Lautsprecher weiter erzählen. Zunächst schauen wir mal, was mir daran sehr gut gefällt und das ist die Audioqualität. Die ist wirklich sehr gut. Was man hier für 29 Euro bekommt, ist wirklich klasse. Es klingt alles sehr ausgewogen, hat eine sehr gute Basswiedergabe, das muss man sagen, sehr klar. Und es gibt, was ja bei billigeren Bluetooth-Lautsprechern oft der Fall ist, aber hier nicht, keine Störsignale, also so Hintergrund, so ein Summen oder ein Rauschen, ist ja alles nicht vorhanden. Der Sound ist wirklich absolut klar und auch bei leisen Passagen hört man nichts Störendes oder sowas. Das finde ich wirklich sehr gut und es macht auch Spaß, damit Musik zu hören. Und so ein Ding kann auch einen größeren Raum ohne Probleme beschallen, das ist überhaupt kein Problem. Also im Großen und Ganzen bekommt man hier für den Preis
sehr gute Audioqualität. Es gibt aber natürlich auch was, das mir nicht so gut gefallen hat. Und das wäre zunächst einmal, dass man am Lautsprecher selber die Lautstärke nicht regeln kann. Das bedeutet, die maximale Lautstärke ist die Lautstärke, die das Smartphone oder der Computer oder irgendein anderes Gerät ausgibt. Wenn ihr das Maximum erreicht habt bei dem Phone und es ist immer noch zu leise, könnt ihr hier nicht nachregeln. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten, was mir auch nicht so gut gefallen hat, ist, dass wenn man zum Beispiel jetzt eine Equalizer-App oder so verwendet oder ein Gerät mit Verstärker, das wirklich eine sehr hohe Lautstärke ausgeben kann, zum Beispiel dann mit dem AUX-Kabel, da kann man die Lautstärke natürlich nach oben anheben, aber dann fängt es auch sehr schnell zum Scheppern an. Also mit der, sag ich mal, standardmäßigen Lautstärke ist das Maximum der darin verbauten Lautsprecher schon ziemlich erreicht, wobei das auch wieder von der Art des abgespielten Tracks abhängt. Ansonsten, was mir noch so ein bisschen fehlt, was aber natürlich nicht selbstverständlich ist, dass wir noch einen Audioausgang hier haben, dass man das Ding quasi als Bluetooth-Receiver verwenden könnte, das fehlt hier natürlich auch noch. Was ich noch nicht gesagt habe zur Akkulaufzeit, ich weiß nicht genau, wie groß der Akku da drinne ist, aber er hält wirklich Ewigkeiten. Wo ich es bekommen habe, habe ich es nicht aufgeladen. Ich habe einfach mal 5 Stunden am Stück Musik gehört und dann war es leer nach 5 Stunden. Und jetzt, wo ich ihn voll aufgeladen habe, läuft er auch schon wieder 8 Stunden am Stück und der Akku ist immer noch nicht leer im Moment. Also ich schätze mal, er läuft so 9 bis 10 Stunden Maximum. Also die Akkulaufzeit ist wirklich sehr gut. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Jetzt demonstriere ich euch mal die Audioqualität, soweit das eben über die Kamera möglich ist. Ja, und wünsche viel Spaß dabei. We'll be right back.
ich denke, das war jetzt mal genug der Audio-Demo. Ihr konntet euch jetzt, denke ich, mal ein Bild davon machen. Also wie ihr gehört habt, wirklich ein richtig guter und satter Klang. Sehr klar, nur ab und zu halt mal ein bisschen Übersteuerungen, aber nun gut, damit kann man leben. Vor allem bei dem Preis, wie gesagt, 29 Euro bzw. 29,99 um ganz ehrlich zu sein, direkt auf amazon.de im offiziellen Shop von Inatec. Das halt also auch händlertechnisch auf der sicheren Seite. Ansonsten, was ich vorhin auch noch vergessen habe zu sagen, ist die Bluetooth-Reichweite, die mich wirklich beeindruckt hat. Das hängt zwar ein bisschen vom Gerät ab, aber die Smartphones, die ich getestet habe, die haben fast alle mit dem Lautsprecher hier fast das ganze Haus beschallen können, also von der Reichweite her. Und wenn ich es mit dem iMac gekoppelt habe, war es sogar möglich, im kompletten Haus sich zu bewegen, ohne dass hier die Verbindung abbrach. Also wirklich richtig gut und die Antenne drin scheint wirklich mächtig gut zu sein. Was ja kein Wunder ist, da hier richtig viel Platz ist, da kann die Antenne nämlich dann auch dementsprechend groß sein. Draußen unter freier Sicht habt ihr damit circa eine Reichweite von 30 bis 40 Metern, je nach Gerät. Und das ist wirklich eindrucksvoll, also wirklich hammermäßig, was hier geboten wird. Ja, das war's dann von meiner Seite. Wenn euch das Ding gefällt, dann könnt ihr euch das ja mal ansehen auf Amazon und dann vielleicht auch zuschlagen. Ich persönlich werde das Teil behalten, weil ich schon länger mal nach einem größeren Lautsprecher für meine Smartphones und Tablets suche und da bin ich hier richtig gut bedient und mir gefällt es auch schon designtechnisch recht gut und der Klang ist natürlich auch sehr gut für den Preis. Okay, ich bedanke mich fürs Ansehen. Wenn euch das Video geholfen hat oder wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abonnement des Kanals. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Review. Bye, bye.